die meisten Menschen ist Popart in erster Linie Dosensuppe, Andy Warhol, New York und knallige Siebdruckporträts. Die deutsche Popart war ein wenig anders. Man könnte zum Beispiel sagen Räucherstäbchen, die Peking-Rundschau, Frankfurt und eine Süßspeise, die wackelt und wabert und schließlich explodiert. Doch beginnen wir lieber ganz von vorne. Drehen wir die Zeit noch ein paar Jahre zurück. Peter Röhr wird 1944 in Lemberg als einziges Kind des Ehepaares Röhr geboren. Nach einem kleinen Zwischenstopp in Leipzig verschreibt sich Peter Röhr ganz der Eppelwoll-Metropole am Main. Absolviert eine Ausbildung als Leuchtreklame- und Schilderhersteller, ein Malereistudium an der Werkkunstschule Wiesbaden, fertigt erste Strukturarbeiten mit Reis und Pappe und schneidet kurze amerikanische Werbefilmausschnitte zu sich in Endlosschleife wiederholenden Loops. 1967 organisiert Peter Röhr gemeinsam mit seinem Freund Paul Menz die erste Ausstellung mit befreundeten Künstlern. Schon der Titel Serielle Formation zeigt die Verwandtschaft zur amerikanischen Popart, die sich mit denselben Fragen der Massenproduktion beschäftigt. Wie ein Besessener bearbeitet er Preisetiketten, Bierdeckel, Ausschnitte aus illustrierten Werbung und setzt sie in einer Montage zu meist quadratischen Bildtafeln zusammen. Innerhalb weniger Jahre schafft er so ein Gesamtwerk von sage und schreibe 600 Bildern. Es gibt wohl nur einen Ort, den er so inbrünstig liebt wie sein Atelier. Sein Geschäft. 1968 eröffnet er zusammen mit Paul Menz seinen eigenen Laden. Padding Explosion. Das Geschäft im Frankfurter Holzgraben wird zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Subkulturen Gegenbewegung, die sich hier mit einem Sammelsurium aus chinesischen Tageszeitungen, Räucherstäbchen oder Bierdeckeln und Servietten mit politischen Slogans eindecken können. Ware im Gesamtwert von 5000 Mark, die eigentlich für die ersten anderthalb Monate reichen sollte, war schon nach wenigen Tagen ausverkauft. Und ja, auch Bücher sind im Padding Explosion zu haben. Bücher mit nackten Männern drin, welche offenbar sofort vergriffen waren. Und Haschpfeifen. Eben alles, was man für die Konterrevolution so braucht. Eine Ikone der US-amerikanischen Popart findet sich übrigens auch in Peter Röhrs Padding Explosion wieder. Mao. Ganz volksnah kostet sein Konterfei hier nur 4 Mark. Die Hälfte des Preises von Twiggys Konterfei. Andy Warhols Siebdrucke werden erst ein paar Jahre später angefertigt und gehen heute für zweistellige Millionenbeträge über den Tresen.